Herzlich willkommen bei Kreuzzug 2020. Wir begrüßen euch zu einer neuen Podcast-Folge und wollen heute euch einiges mitteilen. Ja, hallo Freunde, imperiale Grüße. Ich bin natürlich auch dabei. Ganz genau. Wir sind natürlich immer zu zweit am Start, wie sich das so gehört. Können ja gar nicht alleine. Genau, wir können ja gar nicht anders. Und wir haben gedacht, wir bringen jetzt endlich mal das Thema unserer Armeeprojekte zum Ende des Jahres auch zu einem guten Ende, denn wir können es selber gar nicht mehr hören. Aber es gibt da noch einiges abschließend zu sagen und das wollen wir also in dieser Folge gerne tun. Ganz genau. Ich bin hellauf begeistert, dass es alles so geklappt hat. Ich würde vorschlagen, wir fangen erstmal an, uns bei den Jungs, die mitgemacht haben, zu bedanken, die konstant hervorragende Arbeit abgeliefert haben. Ne? Guardian of Amareno mit den Tau, Takedo mit den Necrons und Emperors. Mustache mit den jetzt schon gefürchteten Sladesh-Dämonen, denke ich mal. Ganz hervorragende Arbeit habt ihr da abgeliefert. Nochmal vielen Dank von unserer Seite her. Und es war ein fantastisches Projekt bisher, ne? Ja, das muss man sagen. Also die Armeen sind großartig geworden. Ganz, ganz tolles Bemal-Level, Bemalniveau. Teilweise ja auch riesengroße Armeen geworden, bei uns ja auch. Auch konstant, wie du sagtest, vor allem konstant, jeden Monat was weggepinselt, schön was zu sehen gehabt in der letzten Folge. Also wirklich ganz, ganz tolle Armeeprojekte. Und was man ja auch sagen muss, es sind ja nachher auch alles spielbare Armeen. Das sind ja einfach 1500 Punkte starke Armeen, exzellent bemalt und die hat man dann für die Ewigkeit, ne? Ganz genau, also mindestens 1500 Punkte, wie wir festgestellt haben, ist der eine oder andere ja eigentlich alle ein bisschen eskaliert. Ne? Hat ja keiner die 1500 Punkte eingehalten, jeder hat ja ein bisschen mehr gemacht, aber gut. Ist ja auch wunderbar. Da hat man mehr zum Spielen, weniger Pile of Shame im besten Fall. Und gerade der Guardian auf Amareo, der hat ja seine Tau jetzt komplett, also zumindest das, was er hatte, so wie ich das gesehen habe, auf dem Bild fertig bekommen. Ne? Genau, ich meine, bis auf diese ganze Crude-Geschichte, aber was jetzt so die normalen Tau angeht und die Kampfanzüge und alles, hat man ganz zum Schluss dann doch wirklich eine richtig große Armee gesehen. Wir haben ja gesehen, es passt ja gerade so noch ins Bild mit den ganzen großen Kampfanzügen. Und ich fand vor allem auch diese Mischung, dass da halt auch die ganzen Infanteristen jetzt endlich fertig waren, die großen Kampfanzüge, auch diese Transporter und alles, die man wahrscheinlich nicht so spielt, aber einfach so zum Haben und so sich zum Vorzustellen, so sieht so eine richtige kleine Tower-Armee aus, das finde ich schon ziemlich cool. Ja, klein ist ja schon gar nicht mehr. Ja, klein natürlich in Anführungszeichen, aber ja. Ich meine halt, dass man halt sagen kann, okay, ich habe jetzt, weißt du, wie bei Space Marines, man denkt ja immer so, ja, ich muss einen taktischen Trupp haben, der taktische Trupp, der sitzt im Rhino und ein Rhino fährt mit 10 Rhinos in der Battle-Demi-Kompanie nach vorne und ja, so. Ja, richtig, ne? Richtig, verstehe, was du meinst. Und das ist auf jeden Fall beeindruckend, was er da gemacht hat und ich denke mal, gerade, also wenn man ja, kennst du ja selber, kennen wir alle, wenn man die Infanterie fertig hat, ne, dann fällt schon mal ein riesen Stein vom Herzen. Ja. Und das ist ja bei den Tau nicht anders. Die kleinen Figürchen da sind ja auch ganz viele Infanteriemodelle, die gemacht werden wollen. Und wenn man die erstmal von der Backe hat, dann ist es wie ein zweite Durchzünden, so ein Afterburner quasi, dass man dann auf die großen Modelle sich konzentrieren kann. Ja, das Battalion ist bei allen gefürchtet, ne? Ja, bei Spielern, so. Bei Gegnern und wenn man es selber bemalen muss, auch ziemlich. Vielleicht bei Space Marines nicht, wenn du 3-5er-Trupp machst, dann geht's, aber alles, was mit 10er-Trupps zusammenhängt, ne, hier Tau, Imperial Guard und Zehnersrassen, man weiß es nicht, die sind natürlich schon von der Anzahl her, boah, da muss man sich erstmal hinsetzen. Ja, und ich meine, bei den Tau war es doch auch so, dass bis zum Codex Tau 8. Edition konnte man die Breacher und Pathfinder oder wie sie so heißen mögen, auch als Fünfer-Trupp spielen und jetzt mit dem neuen Codex kommen die Boys immer zu 10, ne? Richtig, meine Tau-Armee beruht ja auf dem Fünfer-Trupp-Prinzip. Deswegen tue ich mir so schwer, jetzt ein vernünftiges Spiel aufzubauen mit einem 10er-Trupp, Breacher und Striker, wie sie alle heißen. Wahrscheinlich muss ich halt mir da entweder welche neue holen oder halt auf das Battalion oder Patrol Detachment verzichten und dann irgendwie Vanguard oder irgendwas, was ich zusammenklicken. Ja, okay. Ja, aber ich muss sagen, die Tower-Armee, das sieht schon cool aus. Und ich denke, was man auch mal wirklich hervorheben muss, ist ja wirklich dann der Fakt, dass die Armee weiß bemalt ist. Also weiß, boah, und auch ja. Gelb, da weiß ja jeder Maler, da biegen sich die Fußnägel nach oben, wenn man sich das vorstellen muss. Ne? Richtig. Ich bin da auch, ziehe da völlig meinen Hut vor. Die ganze Armee weiß zu malen, habe ich mir auch schon gesagt, dass ich das fantastisch finde, wie er das gemacht hat. Und ich hätte, glaube ich, keine Lust, so viel Weiß auf einmal zu malen. Und er hat das gnadenlos einfach durchgezogen.
Ja, also ich muss sagen, in dieser Art des Bemalens hätte ich da auch gar keinen Bock drauf. Ich habe ja auch teilweise ein paar weiße Miniaturen hier für Star Wars zum Beispiel. Und da habe ich es mir aber relativ einfach gemacht. Die habe ich einfach weiß grundiert, weiß geairbrushed und dann einfach mit Nullenöl so ein bisschen wie soll man denn sagen, so ein bisschen verwittert. Ja. Und dann habe ich die einfach auch genauso gelassen, ne? Weil wenn du anfängst, irgendwo nachzumalen, das sieht furchtbar aus. Ja, absolut. Ne, es hat der Guardian schon fantastisch gemacht. Also ich kann da immer nur weiter sagen, Chapeau, Chapeau. Ja, auf jeden Fall. Was ich halt sehr interessant fand, auch an seinem Video und an seiner Feststellung, er hatte sich ja die Mühe gemacht und die Zeit aufgenommen, was jetzt das Bemalen anging. Also wir wissen alle, das Bauen ist ja auch viel Arbeit. Da hatte ja Takeno später auch drüber gesprochen. Also bei mir ist es auch so, ich brauche für das Entgraten auch 100 Jahre gefühlt. Aber es war ja ganz spannend zu hören, dass da doch 100 Stunden Bemalzeit ungefähr über den Daumen bei zusammengekommen sind. Ja, stell dir das mal vor, was 100 Stunden sind. 100 Stunden neben dem Real Life, was man so bewältigen muss, ne? Und deswegen sagt sich am Anfang, wie tapfer und kontinuierlich die ganzen Jungs das mitgemacht haben. 100 Stunden sind 100 Stunden. Das ist es. Ich glaube auch nicht, dass wir schneller waren. Im Gegenteil, Nee. ich find das schon sehr flott. Ja. Denn zum Beispiel, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, hat er auch gesagt, dass er für einen Commander 4 Stunden gebraucht hat. Und da habe ich mir gedacht, wow, da hätte ich bestimmt das Dreivierfache für gebraucht. Fände ich Möglich, sogar ja. noch länger. Also Ja. ich habe an meinen Hakus jetzt relativ lange dran rumgepinselt und habe dann trotzdem wieder gedacht, oha, da hätte man noch mehr machen können. Ne? Ja, aber da sind wir ja beim alten Spruch, ne, mehr geht immer und irgendwann Ja. muss man auch selber mal sagen, jetzt ist gut, weil ich habe ja noch 35 Commander vor der Brust. Nee, genau, das ist genau der Punkt, das haben wir ja auch gesagt und ich denke, das ist auch eine gute Sache. Dennoch auch interessant fand ich, dass er dann so sagte, so 30 Minuten pro Tag würden dann also ausreichen, wenn man dann sozusagen in einem halben Jahr so eine Armee fertig haben will. Das heißt, auch hier ist dann wirklich dann so dieser Durchhaltewille gefragt, was uns ja allen immer schwerfällt, ne? Ja, 30 Minuten pro Tag ist wahrscheinlich nur aufgerundet, so um den Dreh. Ich glaube, manchmal sitzt man halt wirklich 2 Stunden da, manchmal halt gar nicht, ist halt so. Aber trotzdem, das Ergebnis spricht Bände, finde ich. Ich finde die Armee total klasse und freue mich, wenn wir die auf dem Kanal zeigen können. Ja, das wird auf jeden Fall cool. Aber gehen wir mal weiter. Wir haben ja noch von Emperor's Moustache die Slaanesh-Dämonen, wo du ja auch schon sagtest, da hast du gar keine große Lust drauf, dagegen zu verlieren. Ja, richtig. Ich kenne den lieben guten Mustesh ja nun mal auch einige Zeit schon und ich weiß ja, dass er auch ein brillanter Spieler ist. Er setzt sich ja wirklich auch mit den Armeen auseinander. Er sucht da was raus, fuchst hier, fuchst da. Zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Strata-Gems zündet er. Und da ich mich mit den Slaanesh-Dämonen überhaupt nicht auskenne und der sich wahrscheinlich fantastisch auskennen wird, wird es wieder ja, ein leichtes Spiel für ihn. Und ich denke mal, die Armee. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die gespielt werden. Ich kenne mich ein bisschen mit Nurgle-Dämonen aus, habe mich für Slaanesh gar nicht interessiert. Und ich denke mir mal, dass sie richtig biestig werden. Also die Modelle sehen A klasse aus. Ich finde generell Großmodelle immer optisch eine Bank. Da sind die Shadow, ne, wie heißen die? Keeper of Secrets heißt sie, glaube ich, nicht? Ne? Meine ja. Die großen Dinger. Boah, richtig gut. Dann dieses komische, was ist das, dieses Reiterviech, wo vorne diese Sense dran ist, ich kenne die Namen ja alle gar nicht. Also richtig gut und ich glaube, der hat sich von Anfang an auch Gedanken gemacht, welche Figur er spielen möchte, warum, wieso, weshalb diese und nicht diese. Also ich bin davon überzeugt, das wird ein richtig geiles Spiel bei so einer guten Armee. Der Farbton ist geil getroffen. Ich finde die Hauttöne von den ganzen Dämonen gut. Also hat er richtig, richtig klasse Arbeit hingeliefert und da auch nochmal vielen Dank. Ja, also mir gefiel ja am allerbesten das ganze Base-Design, die Base-Bemalung. Bei mir ist ja so, ich bin ja da immer so, ja, ich kann mich da nicht mehr so richtig für begeistern, selber hier tolle Bases zu malen, zu basteln. Ich habe einfach schon viel zu oft von GW einen drüber gekriegt und musste einfach zu viele Modelle umbasen. Mir ist ja schon wirklich fast jedes Mal Trockenbürsten oder jedes Büschelchen zu viel. Ich finde so Bases total klasse. Auch mit diesem Airbrush-Effekt hatte ich ihn ja auch während des Projektes mal gefragt, wie man das so oder wie er das so gemacht hatte. Und hätte ich das vorher genauso mal gesehen, hätte ich wahrscheinlich meine Bases auch nochmal ganz anders gemacht. Also ich muss sagen, ja, das hätte ja auch super zu meinen ganzen pinken Effekten gepasst, ne? Ja, Oder das stimmt wohl. zumindest bei den Hakus, die hätte man damit schön hervorheben können. Also das fand ich schon klasse. Die Haut, wie du gesagt hast, fand ich auch super.
Was mir eigentlich auch dann erst so richtig aufgefallen ist, war dieser Türkis-Babyblau-Effekt, dieser Mäntelchen, die sie so umhatten. Fand ich auch ziemlich cool. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas Spezielles für Slaanesh ist, denn da muss ich auch sagen, ich habe von der Armee, wie man sie spielt, was sie machen, was sie können, was sie tun, nicht den Hauch einer Ahnung. Genau, und das macht es auch spannend, wenn man das erste Match wirklich mal gegen ihn machen sollten. Finde ich gut, wenn man mal sich so voll ins kalte Wasser reinschmeißen lässt, was die gegnerische Armee angeht. Und aber wie du schon sagst, die Töne, also die Farbtöne, genauso stelle ich mir halt eine Slaanesh Armee vor. Oder erst recht Slaanesh Dämonen. Also das ist auf den Punkt meiner Meinung nach getroffen. Die Bücher, die ich über Slaanesh Dämonen gelesen habe, die habe ich mir alle so vorgestellt. Klar, man hat hier und da mal eh schon von Games Workshop ein Bild irgendwo gesehen, wie die auszusehen haben, oder die alten Empress Children und Fulgrim. Ja, war auch mit Lila und viel, ja. Pink. Fangen wir gar nicht an, über Empress Children zu sprechen, da kriegen wir nur wieder einen Daumen runter. Ja, aber so stelle ich mir die Farben halt vor. Ja. Ne? Das passt absolut. Finde ich auch. Also das könnte genau so im Kodex abgedruckt sein, würde ich auch sagen. Ne? Was ich auch noch jetzt interessant fand, also ein wirklich sehr, sehr interessantes Momentum, er sagt ja dann, dass wir haben ja oft, wo ich gerade auch schon über Umbasen sprach, wir haben ja oft das Problem, jetzt ändern sich die Regeln, jetzt ist der Flamer besser, jetzt ist der Melter besser, jetzt ist der Plasmawerfer teurer. Graf war ja in der 7. Edition eine totale Bank. Ich glaube, danach hat man nie mehr was von Graf gehört. Mhm. Außer, ich glaube, die Rollifahrer vom Admech, die waren noch so ein bisschen mit Graf. Aber Graf ist eigentlich nach der 7. Edition komplett in der Versenkung verschwunden. Und er sagte ja ganz interessant, er musste sich also gar keine Gedanken darum machen, was er da so dran klebt. Der Arm, die Klaue, was das so ist, ist halt diese Nahkampfwaffe. Und das hat sich wohl seit 10 Jahren nicht geändert und wird sich voraussichtlich auch zukünftig nicht ändern. Das heißt, die Probleme, die wir so haben, du kannst dein Captain, mein Jump-Pack-Captain ist auf einmal eine Legende, das gibt es dann wahrscheinlich beim Slaanesh nicht. Das ist natürlich von Vorteil, da braucht man sich darüber keine Gedanken machen. Und wenn das die weiteren, ja, in Anführungsstrichen 10 Jahre so bleibt, ist die Armee auch verdammt zukunftssicher. Eben, das fand ich auch gut. Ja, plus natürlich den Bonus, dass man die auch wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, bei Age of Sigmar spielen kann, wenn man wollte. Ja, das stimmt wohl. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das ist ja auch ein Bonus generell bei den Dämonen. Man kann sie, glaube ich, fast alle parallel spielen. Ja, der Nachteil ist natürlich, man muss Dämonen spielen und hat keine heroischen Space Marines. Ne? Also ist nicht nur Sonnenschein im Leben. Man hat keine Bolter. Genau, und ohne Bolter keine Competition. So sieht's aus. Dennoch, was ich auch super fand, dass er ja sagt, er hat auch ein paar Figürchen dann sich bei eBay oder Kleinanzeigen irgendwo ergattert, da dann versucht, die zu retten. Das finde ich eine total sympathische Sache. Haben wir ja auch gesagt, wir haben uns ja auch extra nochmal 2 Monate Zeit gelassen, mehr oder weniger auch für die Akquirierung der Figuren, und haben ja auch gesagt, wir wollen auch den ollen Kram, der irgendwie in irgendeiner Form verwendbar ist, einfach dann nochmal umbemalen, damit die Sachen nicht ewig rumliegen und damit da irgendwie irgendwas Cooles draus wird. Völlig richtig. Das war ja im Prinzip auch mit einer der Urgedanken. Generell erstmal, dass wir zwei eine neue Armee starten, und dann sind ja immer mehr Ideen dazugekommen. Ne? Genau. Dann haben wir ja auch den Aufruf gestartet, dass ein paar Leute mitmachen können, wenn sie wollen und so weiter und so fort. Aber der Urgedanke war ja A, den Pile of Shame abzuarbeiten, und B, aus irgendwelchen Sachen, die man noch rumfliegen hat, was Cooles zu basteln. Genau, ich habe bei mir alle möglichen Köpfe, die ich so rumliegen hatte, draufgeklebt. Das war super gut. Ja, vernünftig, so muss es sein. Weg damit, immer schön auf der Base drauf. Habe ich mir auch gedacht. Ja, und wo wir beim Thema Base sind, würde ich sagen, sprechen wir mal über die Necrons von Takeno. Also die Bases mit diesen grünen Neonleuchteffekten sind ja ein Traum. Ne? Ja, also, sensationell, Hammer. Sensationell. Also wenn ich sowas könnte, ne, wenn ich mit der Airbrush umgehen könnte oder wenn ich so solche Farbverläufe hinkriegen würde, würden meine Necron-Bases und die Necrons wahrscheinlich alle genauso aussehen. Also ich finde die Bases tipptopp, und auch die Idee, dass die Bases teilweise von unten die Necron-Krieger anstrahlen. Man muss mir mal vorstellen, du musst das Modell dann nehmen, dass du drehst es rum und siehst dann, dass die Base von unten den Krieger anstrahlt. Also das ist doch schon völlig abgefahren. Und auch die Gauss-Waffen, wie die halt verstrahlen, und teilweise auch die aus dem Druck den Gauss-Schuss vorne angeklebt, spitze. Also ich mag die Necrons sowieso, und was die Takeno da gemacht hat, ist reiht sich in die ganzen Arbeiten sensationell ein, und
da bleibt mir auch fast nichts anderes zu sagen als Chapeau, Chapeau, Chapeau. Ja, also ich muss sagen, das ist auch farblich oder bemalmäßig auch genau das, was mir auch richtig gut gefällt. Ich habe so eine Armee in dem Stil bisher mich noch nicht ganz so getraut. Ich habe beim Admech ja so ein bisschen versucht, in die Richtung zu gehen, so eine Mischung aus Grimdark-Stil, aber auch dann viel mit der Airbrush und dann wieder so ganz, ganz exzentrische Lichteffekte, sage ich mal. Aber so krass habe ich mich noch nie getraut. Und wie du sagtest, das wäre auch genau mein Ding. Also wenn ich Necrons anfangen würde oder so eine Necron-Armee mal starten wollte, ich würde es genauso planen. Und die Bases finde ich so cool. Ich habe ja gerade schon mal darüber gesprochen, wie cool die Bases bei den Dämonen da waren. Die bei den Necrons sind ja total irre mit diesem ganzen Knies, was da drauf ist. Irgendwelche Bläschen, Skarabäen, die da in diesen leuchtenden Farben da irgendwie herumschwimmen. Also irre. Ja, abgefahren, richtig. Aber und auch der teilweise dieser, wie heißt dieser Stil, dieser, nicht Mosaik, dieser Marmor-Stil gefällt ja, mir ja auch sehr gut. Also sensationell, sensationell. Bin ich, ja, bitte. Nee, muss ich sagen, ich finde das auch total irre. Also ich habe das, das Video ja dann zusammengeschnitten und habe mir da natürlich wie in einem Buch auch immer erst die letzte Seite durchgelesen. Ich habe mir sofort den letzten Teil angeguckt, weil ich unbedingt sehen wollte, wie die aussehen. Boah, und habe mir gedacht, wow, die sind so klasse geworden. Also irre, wenn man die so auf einem Haufen alle sieht, Hammer. Absolut. Und da gehen wahrscheinlich auch die ersten, da hat ja bei den ersten Anfängen, bei den Versuchen, hat ja ein bisschen was nicht hingehauen, hat er gemeint. Ich denke mal, die gehen einfach in der Masse unter, wird man gar nicht drauf achten. Nur wenn man es wirklich weiß, kann man so erkennen, die Figuren, die da am Anfang auch nicht so nach seinem Geschmack geworden sind, die er auch gerettet hat. Einige Sachen ja auch von eBay gekauft. Ich denke mir, tipptopp. Und das wäre natürlich auch sensationell, wenn wir da auch einen Battle Report zeigen könnten mit den Necrons. Ob das alles in naher Zukunft so organisatorisch passt, wird sich da zeigen. Ich würde fast sagen, das können wir ausschließen. In naher Zukunft wird es nicht passieren, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen, im nächsten Jahr irgendwann mal zu buchen. Ja, dieses... Ich denke, das kann man festhalten. Ja. Aber ich muss noch sagen, ich fand das auch also interessant. Er sprach ja auch von dieser langen Bastelzeit, dass das so lange gedauert hat. Das habe ich auch gedacht. Also ich habe auch bei meinen Modellen dann immer noch mal irgendwie gedacht, ah, jetzt musst du doch noch mal entgraten oder so. Das fand ich schon interessant, weil einerseits bei den Tau ja auch die Überlegungen waren, es waren ja 100 Stunden exklusive des Bastelns. Und hier bei den Necrons haben wir ja auch gesehen oder gehört, dass das ja trotzdem dann, wie gesagt, beides auch nochmal richtig Arbeit ist. Das heißt, vielleicht ist es sogar gesamt gesehen so ein Projekt, so grob oder den Daumen, wahrscheinlich sogar 200 Stunden, die man da reinstecken muss. Also gut möglich. Ich habe, vielleicht wäre das mal eine gute Idee fürs nächste Mal, wenn wir noch so starten, mal die Zeit einfach mal grob zu messen, weil interessant wäre es auf jeden Fall, wie viel Stunden man da reinsteckt in so ein Projekt. Das stimmt, also interessant wäre es schon, aber ich glaube nicht, dass ich das machen würde. Also ich glaube, ich will das gar nicht so genau wissen, wie lange ich da brauche. Ah doch, ich versuche das mal nachzuhalten. Es gibt ja einige Sachen, die sind schon wichtig, nicht wichtig, also wichtig überhaupt nicht, aber einfach nur interessant zu wissen. Aber Beweis, also man soll vielleicht nicht immer alles zusammenrechnen. Ich rechne ja auch nicht die ganzen Figuren zusammen, was das zum Beispiel, das Material, also an Kohle, was da im Raum steht, ne? Das macht man ja auch nicht. Aber nee, das ist richtig. Wär schon interessant. Ja, ich habe das ja damals, also ich weiß schon so, wie lange ich für meine Figuren so brauche und da wird einem dann manchmal schlecht, ne? Ich hatte damals, wo ich irgendwann mal vor Jahren dann auch wirklich an diesem Scheideweg stand, willst du jetzt irgendwie noch weitermachen oder erstickt dich der Pile of Shame und du hängst das alles an den Nagel, da habe ich ja dann auch dann geschaut, dass ich mir alles mal so mit der Zeit so ein bisschen mehr in den Fokus rücke, mir das genau anschaue und habe dann eine Testfigur bemalt und habe da also wirklich richtig lange für einen ganz normalen taktischen Space Marine gebraucht. Und da habe ich also auch gemerkt, okay, das kann nicht funktionieren, denn wenn du jetzt weißt, wie lange du für eine Figur brauchst und dann machst du die Schublade auf und da sind dann irgendwie 60 Figuren drin, dann weißt du, da bist du jetzt in 14 Jahren erst fertig. Das stimmt. Das funktioniert ja nicht, ne? Nee. Vorher die Zeit dann sich hochzurechnen, das ist, glaube ich, demotivierend. Genau. Also hinten im Nachhinein ist es wahrscheinlich spannend, aber ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert. Für mich ist das auf jeden Fall nichts. Okay. Aber wo wir gerade von dir gesprochen haben, wir haben jetzt unsere drei Mitstreiter durch, wir haben den Guardian of Mareo durch, wir haben Takeno durch, Emperor's Mustache durch. Lass uns doch mal über deine Nightlord sprechen, die ja genauso fantastisch aussehen. Also ja, über die 13. Legion. Ja, genau. Oh, Junge. Ja, boah, ich musste so lachen, ne? Ich denke so, heute 13. Legion, ja, ich hatte wahrscheinlich im Zuge meines... Wo ein Herz von voll ist, ne? Ja. Ich hatte wohl, war wohl voll im Ultramarines-Fieber und erzählte, oh, die 13. Legion, ja. Boah, ja.
Ja, was denn? Der Imperator wollte nicht, dass mir dieser Name, diese exkommunizierten Legion über die Lippen kommt. So, das muss es gewesen sein. Anderen Grund kann es gar nicht geben. Boah, ja. Ich habe mich köstlich amüsiert. Vielen Dank für den Kommentar. Das war wirklich on point. Oh, super gut. Ja, aber auch super gut sehen sie trotzdem aus, ob es jetzt die 13. ist oder die, was weiß ich nicht, was für eine. Ja, die 8. Die 8. Du hattest ja auch am Anfang, von Anfang an quasi auch deine Probleme mit den Hakus, die haben sich ja bis zum Schluss haben sich ja beschäftigt. Ah, voll. Aber jetzt das ganze Ergebnis, die ganze Armee da in ihrer vollen Pracht zu sehen, ich denke mal, da kannst du die auch selber auf die Schulter klopfen. Die sehen auch phänomenal aus. Und da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln, ob Legends-Einheiten da jetzt bei sind oder auch nicht. Ist uns ja sowieso ganz egal. Aber du hast da alles richtig gemacht. Fantastische Miniaturen ausgesucht. Gutes Farbschema. Auch mit diesen, mit diesen Farbakzenten gespielt, mit diesen verrückten Büscheln. Ich trau mich zum Beispiel nicht. Ich habe keine einzige Armee mit so grellen, hellen Büscheln. Das wäre vielleicht immer was für mich. Das finde ich auch super. Und ganz, ganz toll und ganz viel Arbeit wird sicherlich da auch drin gesteckt haben. Ja, das ist lieb. Ganz vielen Dank. Ja, da steckt auf jeden Fall ganz viel Arbeit drin. Also das hat wirklich viel Zeit in Anspruch genommen, wobei ich natürlich auch geschaut habe im Vorfeld, dass das zeitlich hinhaut. Also da hätte man hätte viel, viel mehr machen können. Man hätte alles Mögliche nochmal akzentuieren und layern können. Da war schon geplant, dass das auch wirklich dann zügig durchgehen soll. Weil im Prinzip war ja klar, es wird sowieso ein bisschen mehr als 1500 Punkte. Und tatsächlich habe ich jetzt mit den Thermis, die ich noch am Schreibtisch habe, habe ich dann fast also die 3000 Punkte. Also deswegen, das war schon geplant, dass das zügig geht. Und es lief auch am Anfang wirklich gut. Also die normalen Infanteristen, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, dass wir beide auch Probleme darin sehen, wenn man so klassische Chaos Space Marines bemalen muss, die überall diese Trims haben. Also diese goldenen Verzierungen, diese Umrahmungen, Umrandungen dieser Panzerplatten. Und das war auch so, die normalen Marines, das ging alles super. Ich hatte ja geplant, einen Teil so im Horus-Heresie-Style zu machen. Da haben die Nightlords also noch silberne Trims und dann im 40. Jahrtausend haben sie dann goldene Trims. Und als es dann losging mit diesen goldenen, da wurde es schwierig und dann kam ich zu den Warp-Talents. Und da hätte ich wahrscheinlich, ohne dass wir das YouTube-Projekt gemacht hätten, wäre die Armee genau da hängen geblieben. Da wäre es nicht weitergegangen. Das glaube ich. Ich habe dich ja oft fluchen hören, fluchen sehen und erleben dürfen. Ja. Aber genau das ist ja dann, wo man im normalen, anführungsstrichen, Leben verzweifelt, gibt halt so ein Projekt dann den erforderlichen Schub, um es doch durchzuziehen. Ja, das stimmt. Also das war da auf jeden Fall vonnöten, das war da wichtig und genauso war das bei den Hakus. Da habe ich mich ja wirklich richtig gequält und dann Sonntagabend noch hier gemalt, weil es muss noch fertig werden und boah, das war wirklich anstrengend. Und mit den Hakus hatte ich ja das Problem, oder wir beide hatten ja so ein bisschen das Problem, bei dir sogar vielleicht noch größer, aber wir hatten ja geplant mit dem alten Kodex und ich glaube während der ersten Wochen, als wir so mit dem Projekt so schwanger gingen, da wurde klar, jetzt kommt der neue Kodex und noch viel schlimmer, die World Eaters kriegen irgendwann ihren eigenen. Und da waren wir ja beide unsicher und wir haben uns ja sofort überlegt, okay, gewisse Mechanismen, gewisse Regeln, die werden sich genauso ändern, wie wir das in anderen Kodizes gesehen haben. So Aura-Fähigkeiten, Detachment-Abilities, das wird irgendwie so angepasst werden. Und deswegen war die Auswahl der Hakus wirklich schwierig. Und dennoch bin ich eigentlich ganz froh, dass das alles gut geklappt hat. Ich hatte mich erst auf diesen Warpsmith festgelegt. Hab gedacht, er wird sicherlich wie so ein Tech Marine und dann dachte ich natürlich, der Dämonenprinz wäre cool. Dann die Zauberergeschichte habe ich ja alles in dem Video erklärt und ich denke, am Ende ist es eigentlich eine ganz gute Wahl geworden. Die Modelle sehen cool aus. Ich finde Psioniker immer gut, gerade mit Sprungmodul und da bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit. Ja, kannst du auch. Kannst du. Also alles phänomenal geworden und die ganzen Mühen, die ganzen Aufreger haben sich ja unterm Strich immer wieder sehr bezahlt gemacht. Ja, ich denke auch. Ich bin zufrieden und ich denke, unsere Armee-Projekte sind alle super cool geworden. Aber genug von der 13. Legion. Oh, ich muss jedes Mal so lachen, wenn ich dann das hier bei YouTube sehe. Ne? Ich denke so, wow, warum hast du das gesagt? Ja, das wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr los. Nee, überhaupt nicht. Aber gehen wir zu den World Eaters. Du hattest ja so ein bisschen das Los, immer den Abschluss unserer Projekte sozusagen. Du hattest ja immer den letzten Beitrag dann.
Und bei dir kamen aber immer so coole Videos, so tolle Sachen. Leg mal los, was ist da los? Ja, erstmal vielen Dank, dass du das gut fandest, was ich da produziert habe. Man ist ja selber, also wenn man sich da alleine hinsetzt und den ganzen klarer Dartstand irgendwie filmt und Fotos macht, ich kam mir eigentlich manchmal sehr hilflos vor, aber ich habe das alles über Bord geschmissen und einfach nur gemacht. Man muss einfach nur mal machen, ne? Dann klappt das schon irgendwie. Und genauso hat es ja auch wunderbar geklappt, dass ich viel mehr Punkte gemacht habe als geplant. Und das hat sich kontinuierlich durchgezogen. Ich hatte immer das Glück gehabt, zügig zu pinseln. Und ja, im Prinzip hat das alles sehr gut geklappt. Ich hatte keine Probleme mit den Characters, so wie du. Ich traue mich halt nur nicht so an große Figuren ran. Für mich war mehr der schwierige Part der ganzen Armee, die ganzen in Anführungsstrichen Fahrzeuge, die Vehikel, den Leviathan, da, die habe ich ganz bis zum Schluss habe ich ja den mir vor mir hingeschoben, dann die Kontemptoren und ja, die Rhinos waren ja zum Glück das einfachste von den Fahrzeugen, aber ich mal dann doch lieber kleine Infanterieeinheiten als große Fahrzeuge. Es ist völlig verrückt. Ja, das kann ich gut verstehen, aber ich muss sagen, ich finde ja auch bei dir an deiner Armee so unglaublich cool, dass du ja auch am Anfang mit diesen Horus-Heresie-Modellen oder mit diesem Farbschema begonnen hast. Und gerade weiß ist ja so eine furchtbare Katastrophe und ich finde, bei dir ist das auch so richtig cool geworden, vor allem natürlich auch, ne, kornmäßig mit diesem ganzen Blut, was da so rumspritzt, das ist schon wirklich sehr, sehr chaotisch geworden. Ne? Ja, das musste ja von vornherein so gemacht werden. Das war ja klar, dass die Armee blutig wird. Deswegen bin ich ja leider bei den Kornberserkern ein bisschen limitiert mit Bluteffekten, weil die Rüstung ja schon rot ist. Ja. Deswegen musste ich auf jeden Fall was Weißes haben, die Legionäre weiß. Und deswegen wollte ich auch die Fahrzeuge weiß haben, bis halt auf die Rhinos. Die Rhinos sind halt auch rot. Aber du hast völlig recht. Ich habe mir ja Tipps geholt, auch von Leuten, die bei den Kommentaren was reingeschrieben haben mit diesen Blutfäden. Habe ich mit experimentiert, hat nicht so gut geklappt, bin aber noch bei. Und deswegen mussten halt statt Blutfäden, mussten halt zum Beispiel bei dem Contemptor, der den armen Dark Angel auseinanderreißt, mussten statt Blutfäden, mussten da ganz viel Gedärme dahin, ne? In Form von Green Stuff und das passt eigentlich dazu. Ich muss ja sagen, ich finde ja deine Green Stuff Umbauten, die hauen mich ja jedes Mal um. Also erschreckenderweise auch alles nur Chaos angehaucht, wenn ich gerade drüber nachdenke. Ich glaube, dein erster Meisterwerk war ja dieser arme Custodes Contemptor Dreadnought, der auf einmal völlig vernörgelt daherkam mit Schleim und Augen und Öffnungen und allem drum und dran. Das war ja ein total irrer Umbau. Ja, tatsächlich, Den könntest du ja so als Vorlage an Forge World verkaufen. Also fand ich ja total irre, das Vieh. Ja, ich habe manchmal so helle Momente. War irre. Also irre, was du mit Green Stuff. Also ich kriege mit Green Stuff ja so gefühlt gar nichts hin. Das klebt ja nur an den Pfoten. Und das ist schon wirklich richtig cool geworden. Auch dann, wo der dieser Contemptor da diesen Typ zerreißt. Also irre. Ja, danke. Ja, das sieht natürlich im Anfangsstadium alles total behindert aus, wenn er noch keine Farbe hat. Und ich habe dann auch oft schon die Hoffnung aufgegeben. Aber irgendwie hintenrum wird es dann doch irgendwie ganz ansehbar. Und ich bin auch völlig zufrieden mit der Armee. Ich kann jetzt auch schön aus dem Vollen schöpfen. Ich habe eigentlich wirklich genug Infanterie, genug Berserker, genug Fahrzeuge. Es könnten jetzt eigentlich nur, wenn jetzt der neue Codex kommt und da sind so Highlight-Einheiten, abgesehen von Angron, der wird natürlich auf jeden Fall gekauft und gemacht, ist ja logisch. Aber ich weiß jetzt nicht, vielleicht, ob die doch noch neue Terminatoren bekommen oder so bestimmte Besessene. Lass mich überraschen. Ich glaube, es gibt einen neuen Chaos Lord auf Juggernaut, wie heißt der? Auf diesem komischen Vieh, ich weiß auch nicht, wie er heißt, der darauf rumreitet. Ne? Ja. Den habe ich auch gesehen. Aber das sind natürlich Sachen, die werden natürlich noch dazukommen. Egal, ob die jetzt spielerisch gut sind, aber ich die optisch total gut finde. Und dann bin ich mal gespannt, was so die nächsten Spiele bringen werden. Es ist echt nur erschreckend, jetzt hast du ja gerade auch schon die Death Guard erwähnt, wie viel Chaos doch jetzt in diesem Jahr hier in den Inquisitionspalast eingezogen ist. Hätte ich mir früher nie vorstellen können. Ja, man kriegt manchmal einen Schock, ne, wenn man in den Spielraum kommt, denkt sich so, oh Gott, hier ist schon so eine komische Aura. Ja, vom Feinsten, ne? Das ist erschreckend. Ich versuche die ja noch zu verstecken in Schränken, aber irgendwann sind die ja auch voll. Und dann, dann wird man das ganze Chaos im wahrsten Sinne des Wortes dann sehen. Das ist furchtbar. Es erschreckt mich selber. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber nochmal zur Armee, du hast ja wirklich richtig viel Infanterie bemalt. So richtig, richtig viel Infanterie. Weiß ich nicht, wie viel Kornberserker hast du? 60 oder so, ne? Ja, ich glaube sogar über 60. Das ist eine krumme Zahl, ich glaube 64, also 63, 64, so.
Total irre. Also das ist ja wirklich richtig cool. Aber schön ist ja auch, dass sich ja die Regeln eigentlich ganz gut machen. Passt gut alles zur Armee, ne? Also ich würde sagen, mein Eindruck ist, dass die Armee, wie du sie gebaut hast, auch vom Kodex so profitiert. Zumindest jetzt so als Laie mal reingelesen, ne? Ja, das habe ich auch. Ich habe ja auch ein paar Testspiele schon gemacht, die waren alle sehr gut. Was ich jetzt so gelesen habe, dass sich so ein bisschen was ändern wird. Der Khan zum Beispiel, der verliert auch dieses zweimal Zuschlagen, hat ja Blood for the Blood God, nennt sich das, er darf doppelt kämpfen, das verliert der. Hat dafür aber, der hat jetzt im Profil, meine ich, 7 Attacken und soll dann 10 Attacken bekommen im Profil. Muss. Ja, kann man 20 wären ja eigentlich besser. Ja, ich weiß nicht, ob du das schon weißt. Aber warte, bleiben wir erstmal der Infanterie. Der Kornberserker, der Gemeine, der wird wohl noch schneller, so wie ich das verstanden habe, wenn der halt nach der Bewegungsphase auf Einheiten schießt und die Einheiten dann Schaden bekommen, darf er nochmal W6 Zoll auf die Einheit zulaufen. Also Das ist ja cool. extra Movement, wenn das Ja, geil. stimmt, also wenn ich das mit meinem gebrochenen Englisch verstanden habe. Das Das hört sich doch auf jeden Fall spannend an. hört sich richtig spannend an. Und wenn du jetzt schon 20 Attacken gesagt hast, hast du es schon gehört, was denn der Angron an Attacken kriegen soll? Ja, Angron hat 12, das Profil habe ich schon gesehen. Ja, richtig. Da kann der aber wohl mit seiner Waffe, ähnlich wie die ganzen großen Charaktere. Naja, dann kann er dann 3 statt einer machen, ne? Dann hat er dann Ja. 36 Attacken. Ja, muss auch. Ja. Aber weißt du, was ich richtig, also schon fast enttäuschend finde? Ich habe bei Fight, meine ich, den Leak gesehen und da ist so ein Bild, wie der Angron so als Modell neben so Orc-Boys steht. Und irgendwie sieht er da voll winzig aus. Ach was, habe ich ja nicht gesehen, das darf ja gar Ja, nicht wahr sein. hat auch nur 18 Lebenspunkte. Hat denn hier der Magnus und der Mortarion, haben die auch nur 18 Leben? Ich meine schon, ja. Ach, okay, dann passt es vielleicht doch, weil auf dem Bild habe ich gedacht, oh. Nicht, dass das so ein Halbprimat ist, so wie, weiß ich nicht, Abaddon oder so. Der ist ja auch ein bisschen groß geraten irgendwie für so Ja. einen Terminator. Na okay, dann geht es ja wahrscheinlich, okay. Vielleicht war der Orc-Boy dann doch vielleicht größer, weil ein Warboss oder so, oder war er echt nur so ein Boy Das auf dem meine ich, Bild? war nur so ein Boy, aber vielleicht war es auch einfach, wie die so standen, keine Ahnung. Ich habe Ja, das gestern Abend kurz gesehen und da habe ich nur gedacht, oh, das habe ich mir jetzt irgendwie größer vorgestellt, weil so, ich meine, Mortarion ist ja richtig ein Riese, ne? ist ja auch ein, ja, absolut. Ich erwarte, dass das Angron, also zumindest genauso ein geiles Modell wird wie Ja, geil Mortarion. ist das Modell auf jeden Fall, also mega detailliert, ne? Und das ist schon toll, toll geworden, ne? Aber trotzdem, ich erwarte auch wirklich ein großes Vieh. Allerdings. Magnus ist ja auch wirklich ein richtig großes Modell. Ich denke schon, als Dämonenprimarch können wir da schon was erwarten. Da wird jetzt hier kein kleiner kommen, glaube ich nicht. Ja, gut, okay. Ach, ja, ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall. Der kann auch Ansonsten. übrigens, glaube ich, nochmal aufstehen, wenn er tot ist. Habe ich auch gelesen. Ja, das weiß ich nicht. Ich habe mir das Profil kurz angeguckt. Ich weiß Ja. gar nicht. Kann auch sein, dass das sogar von der Community-Seite war. Weiß ich gar nicht. Wir werden es ja bald wissen. Ich wollte gerade sagen, hat mich jetzt eh nicht so interessiert, weil das wird eh erst interessant, wenn der Codex kommt. Vorher werden wir ja eh nicht dann damit spielen können. Ja, richtig. Und dass er kommt, ist ja eh klar. Deswegen, also, was soll man sich da den Kopf zerbrechen? Ganz genau. Ganz genau. Ja, ansonsten würde ich sagen. Vielleicht nochmal zum Schluss, würde ich sagen, vielleicht nochmal über den Ablauf allgemein sprechen mit dem Projekt. War ja das erste Mal, dass wir sowas zusammen gemacht haben. Ja. Und ja noch mit ein paar anderen dazu. Wie würdest du sagen, so aus dem Bauch raus, wie war's? Aus dem Bauch heraus, klar, hinterher kann man immer sagen, war alles gut und hat alles funktioniert. War auch alles gut, hat auch alles funktioniert, nur hat nicht immer den Spaß gemacht. Ne? Wenn man was machen muss zu Ja. einem bestimmten Zeitpunkt, ist es irgendwann stressig. Jetzt bin ich ja wirklich meiner Meinung nach ein schneller Maler. Ich male relativ flott, um da ich immer Glück hatte, einen Puffer zu haben, aber manchmal hat man, glaube ich, auch schon mal irgendwo mal besprochen, kommt das normale Leben dazwischen, da hast du Urlaub, bist du krank, da kannst du halt nicht malen. Und wenn du dann in Verzug kommst, gut, reißt auch keiner den Kopf ab, wenn mal jetzt kein Beitrag kommt im Monat, aber man möchte ja doch irgendwie als innerer Monk, möchte man das ja trotzdem immer schaffen. Und also für mich persönlich, lange Rede, kurzer Sinn, war es okay, manchmal ein bisschen knapp, aber ich bin froh, das gemacht zu haben, denn ohne dieses Projekt wären die World Eaters für mich nicht entstanden, zumindest nicht so schnell. Und jetzt bin ich hochzufrieden, eine komplett neue Armee zu besitzen. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das wiederholen können. Ja, ich würde das auch ähnlich bewerten. Also ich habe auch, ja gut, wir haben ja beide immer relativ viel gemalt. Also gut, ich bin kein schneller Maler, ich bin wirklich eine lahme Ente.
Aber ich habe zuletzt halt schon versucht, die letzten Armeen, die ich so aufgebaut habe, dann auch wirklich so zu gestalten, den ganzen Malaufwand, dass das sich zeitlich irgendwie so, ja, im Rahmen hält, sage ich mal. Habe also viel mit der Airbrush gemacht, zum Beispiel die Space Wolves sind komplett gebürstet, Atmich habe ich auch zuletzt viel mit der Airbrush gemacht, die Ultramarines viel mit der Airbrush, ansonsten die Elder, die ich jetzt dieses Jahr gemacht habe. Ich glaube, wenn wir den Podcast raushauen, dann ist es so kurz davor, dass wir die das erste Mal spielen. Die sind alle auch von Hand gepinselt, das war auch wieder furchtbar viel Arbeit. Dafür habe ich die ganzen Aspektkrieger mit der Airbrush gemacht, also ich muss schon sagen, das war schon wirklich hier und da echt zäh. Weil normal male ich ja dann, wenn ich Zeit und Lust habe. Ne? Dann nimmt man sich das Wochenende und sagt, ich airbrush jetzt den ganzen Tag, setz mich schön in den Garten. Und jetzt war es aber so, ja, nächste Woche kommt das Video. Ich habe noch nichts gemalt. Ich muss dann malen. Ne? Ja, wenn dann schlecht Wetter ist, ne, du in den Garten musst, die Airbrush nicht nutzen kannst, dann wird man schon mal nervös. Ja, das war ganz schlecht. Ja, tatsächlich habe ich deswegen auch gar nicht alles mehr geairbrushed, weil es ging nicht. Ja. Weil es zuletzt einfach viel zu oft schlechtes Wetter. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, die Thermis sind, da habe ich alle mit dem Pinsel gemacht. Ja, ich sag ganz ehrlich, ich habe da so dick Nullenöl drüber geschmiert. Das siehst du gar nicht. Und wahrscheinlich sehe das nur ich und da habe ich mir gedacht, komm, völlig egal, dass das passt. Ah, das gute Nunöl, wenn wir das nicht hätten, wäre nichts. Ja, ohne das ging ja gar nichts. Nee, aber da muss ich sagen, das war auf jeden Fall zwischendurch echt ein bisschen zäh. Was würdest du denken, was würdest du nächstes Mal besser machen? Würdest du sagen, irgendwo war ein Fehler, das würde ich jetzt anders machen? Oder würdest du sagen, würde ich genauso wieder machen? Also jetzt das eigene Bemalen, das Planen, sage ich mal. Nee, wir hatten ja genug Vorlauf zum Planen, das lief eigentlich alles wunderbar. Das Einzige, was ich vielleicht nicht machen würde, ich würde mich wirklich sehr schlau machen, was ich für eine Armee spielen möchte, was da reinkommt. Und dann wirklich auch nur darauf achten, dass ich, also wenn wir jetzt wieder sagen würden, wir machen das normal, machen 1500 Punkte, dass ich maximal bis 2000 Punkte hochgehe. Ja. Jetzt nicht einfach alles kaufen, was mir in die Hände fällt, sondern wirklich straight den Plan verfolgen, 1500 bis maximal 2000 Punkte und dann ist das fertig, weil sonst habe ich immer den Drang, dass wenn das alles noch in der Kiste liegt, das will ich dann auch fertig machen und auch zeigen. Und deswegen war es manchmal bei mir ein bisschen knapp. Und das würde das Einzige sein, was ich ändern wollen würde, mir vorher ganz genau Gedanken machen, welche Armee, was kommt da rein und dann maximal noch 500 Punkte mehr, dass ich auf 2000 Punkte komme und dann Stempel drauf und dann ist die Armee fertig. Ja, das würde ich wohl auch machen. Also ich bin ja auch ein bisschen drüber, jetzt nicht so weit wie du, aber auch viel, viel, viel mehr drüber, als ich das eigentlich vorhatte, weil genau wie du sagtest, währenddessen, gut, wir hatten natürlich auch jetzt den Kodex, der dann während unseres Projektes dann neu kam, bei dir noch mit den World Eaters, die Ungewissheit, was kommt dann in dem Extra-Kodex, aber da muss ich auch sagen, wenn ich es nochmal mache, würde ich wirklich noch, genau wie du sagtest, strikter mir das Punktlevel, die Armeeliste schreiben, ein bisschen drüber, wir wissen nicht, wie die Punkte sich ändern, aber dann auch nicht mehr abweichen und nicht nochmal was nachkaufen. Ne, weil du kennst ja bei eBay, ach, das ist günstig, biete ich mal 5 Euro und zack, hast du wieder 5 Thermis an der Backe. Ne? Ja, ganz genau, ganz genau. Kann man dann vielleicht immer noch machen, wenn das fertig ist und man hat Bock und man sieht da noch eine Figur, die dazu passt, ja, okay. Aber wenn man sich den ganzen Kram erstmal ranholt, um dann sich einen Plan zu machen, was mache ich zuerst, dann muss die Armee da sein und dann kommt da nichts mehr zu. Ja, ich denke auch, wie Takeno sagte, mir wäre das wahrscheinlich auch dann wichtig, die Armee vorher auch komplett zu bauen, weil das frisst halt auch Zeit. Ohne Ende. Und was ich auf jeden Fall als Fehler ansehen würde, jetzt so was meine Bemalerei angeht, das wäre, ich würde beim nächsten Mal wahrscheinlich mit den Akkus nicht anfangen, aber so relativ am Anfang versuchen, die Akkus zu bemalen, weil das hat so viel Zeit bei mir gefressen. Das hat wirklich 3 Monate oder so gedauert und ich hatte so oft schlechte Laune und keine Lust mehr. Erinnere dich nur an den Sturz des Primarchen, was für eine Nummer war. Und, Schreckensmoment. Ja, genau. Also das würde ich wohl beim nächsten Mal anders machen, aber den Rest würde ich sagen, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ne? Ja. Motivation durch den Kanal, durch die Boys, die mitgemacht haben, war auf jeden Fall auch da. Das stimmt, ja. Ja. Ja, nee, das kann man auf jeden Fall so sehen. Und ich würde auch, also ich würde, je nachdem, wie viele Akkus ich dann hätte in der Armee, immer versuchen, mit der Infanterie anzufangen, dass das Fußvolk fertig ist. Weil das ist meistens die meiste Arbeit. Ne? Je nachdem, was man dann spielt, wenn ich jetzt vorstelle, ich sage, komm, ich mache jetzt Tyranniden und ich muss jetzt, oder ich möchte gerne von jedem Trupp 30 haben, dann bist du ja mal ganz schnell bei, weiß nicht, 120 Termaganten, Homaganten, wie sie alle heißen.
Und wenn ich die da von der Backe hätte, dann könnte ich mir extrem viel Zeit lassen für die Haku-Modelle oder was auch immer, was die da haben, diese komischen Krabbler, ne? Die Viecher. Weiß ja, gar ja. Nicht. Also wie gesagt, die Standards fürs Battalion würde ich auch immer am Anfang machen. Ja, also das genau. Habe ich zuletzt auch immer so gehandhabt, ja. Das wird, glaube ich, Sinn machen. Aber gut, das wird sich zeigen, wenn wir das Projekt nochmal machen sollen nächstes Jahr. Und da können wir uns immer noch Tipps und Tricks austauschen, würde ich sagen. Genau, ich denke, das soll es gewesen sein. Ne? Ja, genau. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen unterhalten mit unserem Gelaber hier. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst uns gern ein Like da, aktiviert die Glocke. Ihr wisst, da freuen wir uns sehr drüber. Und da bleibt uns und mir auch gar nicht mehr viel übrig zum Erzählen. Wir verabschieden uns mit einem Heiter weiter.